Art, wo der Sand immer so dran kleben bleibt, wenn man sich mit dem nassen Hintern da drauf setzt. Das ist auch das schön ist groß. Das ist ja riesig. Oh. 1,80 auf 90. Aha. Ja. Passt also schon mal ein ausgewachsener Kerl drauf. Und wohlgemerkt, es ist ein Zweier-Set. Das heißt, Sie bekommen nicht eins für 10 Euro, sondern zwei in der Summe. Und ich weiß, dass solche Bastmatten, solche Bast-Strandmatten, gut und gerne setzt man in den Euro-Shops, schon mal schnell mal um die 10 Euro kosten. So 8 bis 10 Euro habe ich auch schon dafür gesehen, wenn sie eine gute Qualität haben. Die sind gekettelt rundherum, sehe ich hier gerade. Bast. 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 How do you say it smells like Bast? Es riecht wie Bast. Ich lief. Bast. Ich lief Bast. Sie liebt Bast. Is so good. Es ist so gut. Das riecht so gut. Es erinnert sie an ihre Kindheit. Ja, klar. Yeah. Wir kennen das alle vom Strand früher, wenn man am Strand lag, weil die eben auch sandabweisend sind. Und das Tolle hier ist ja auch noch, dass das so zusammenfaltbar ist. Das und ist so auch einfach cool, zu transportieren ist. Also, wir haben das ja eben gleich auseinander gemacht, aber Sie können das hier natürlich sehr, sehr einfach, und das zeige ich Ihnen mal hier, zusammenfalten wieder. Ja. Und dann haben Sie es einfach in so einer kleinen Tasche dabei. Sieht ja aus wie eine kleine Tasche. Guck mal hier. Das ist ja auch cool. Jetzt zack. Zack. Eingriff zack. Rechts, Eingriff links. Ja. Toll, ne? So, sehr schön. Liebe Grüße übrigens an den Andreas. Der hat schon mehrfach zugegriffen. Ganz liebe Grüße. Ja, und gerade mit dem Handy, glaube ich, haben sie einen richtigen Schnapper gemacht. So ein Handy für einen Zehner hätte ich an ihrer Stelle auch bestellt. Finde ich ganz hervorragend. Vielen Dank, Andreas, ja, für die zahlreichen Bestellungen. Und ich habe noch eine Kundenstimme aus Ennepetal, von der Jolanda, die